Hallihallo, heute geht es um den dritten, letzten Teil der Dünn-3-Reihe. Wir werden uns kurz nochmal den Begriff der Energie anschauen und dann gehen wir auch schon rüber zur Leistung. Wir wissen, dass die Energie das Arbeitsvermögen eines Körpers ist. Und sie hat folgende Eigenschaften. Die Energie kann auf andere Körper übertragen werden und sie kann an gleichen Körpern in anderer Form in Erscheinung treten. Das Beispiel, was wir hatten, war folgendes. Ein Ball wiegt 1,5 Kilo und wird in 25 Meter Höhe geworfen. Wie hoch ist seine kinetische und potenzielle Energie und mit welcher Geschwindigkeit fällt der Ball herunter? Um das zu ermitteln, gehen wir wie folgt vor. Wir berechnen die potenzielle Energie am höchsten Punkt der Ballflugbahn. Die Formel für die potenzielle Energie war bekanntermaßen m mal g mal h. Und genau diese Werte setzen wir in die Gleichung ein. Für m, für die Masse, setzen wir den Wert 1,5 Kilo ein. Für den Gravitationsvektor den Wert 9,81 Meter pro Sekunde, zum Quadrat selbstverständlich und für die Höhe 25 Meter. Wir erhalten den Wert 368 gerundet. Jetzt formen wir die Gleichung für die kinetische Energie nach ihrer Geschwindigkeit v um. Wir erhalten diesen Ausdruck hier. Die potenzielle Energie setzen wir mit der kinetischen Energie gleich. Und was wir jetzt machen müssen, ist nur noch stupides Einsetzen. Die potenzielle Energie haben wir schon berechnet, diese war 368 und für die Masse setzen wir den Wert 1,5 Kilo ein und wir erhalten eine Endgeschwindigkeit, mit der der Ball herunterfällt, 22,15 Meter pro Sekunde. Um den Unterschied zwischen kinetischer und potenzieller Energie nochmal zu verinnerlichen, bin ich mal zu meinem Mitbewohner Jürgen gegangen. Servus, Detlef, alles klar? Ja, logisch, im Bett. Ja, alles okay. Hier, ich habe ein Anliegen wegen der Uni. Und zwar Ja. muss ich, morgen habe ich eine Prüfung, da geht es um potenzielle und um kinetische Energie. Okay. Hast du eine Ahnung davon? Ja, gib mir mal den Ball, dann kann ich dir das gerade mal demonstrieren. Und zwar, wenn ich diesen Ball hier hochwerfe, Ja. hat er in seinem höchsten Punkt die höchste potenzielle Energie. Aha. Und dadurch, dass die Gewichtskraft an ihm angreift, Ja. fällt er nach unten und formt diese potenzielle Energie in kinetische Du Energie. willst also sagen, das Gravitationsfeld der Erde ist dafür zuständig, dass die potenzielle Energie in kinetische Energie umgewandelt wird. Genau, das will ich damit sagen. Okay, alles klar, dann weiß ich. Dann Na erzähl ich gut, Bescheid. dann viel Erfolg bei deiner Prüfung. Jo, danke Sehen wir dir. uns. Mach's gut. Dann hätten wir das auch geklärt. Zusammenfassend kann man über die Arbeit sagen, dass in drei Arten von Arbeit unterschieden wird. Einmal in Widerstandsarbeit, Verformungsarbeit und Beschleunigungsarbeit. Als mein Mitbewohner den Ball voll nach oben geworfen hat, hat er unter anderem Widerstandsarbeit verrichtet. Er hat den Ball gegen die Schwerkraft nach oben geworfen. Ein klassisches Beispiel für die Beschleunigungsarbeit wäre, es gibt einen Unterschied, wenn mein Mitbewohner einen Fußball in die Höhe wirft oder eine Bleikugel. Da die Masse dieser beiden Körper verschieden ist, besitzen beide Objekte eine andere Trägheit. Bei der Verformungsarbeit geht es um die Verschiebung gegen innere Widerstände, wie zum Beispiel bei einer Feder. Wo ist nun der Unterschied zwischen Arbeit und Energie und was haben sie gemeinsam? Die Arbeit ist letztendlich der Energieumsatz. Das heißt, an einem Körper wird Arbeit verrichtet, wenn er Energie aufnimmt, beziehungsweise ein Körper verrichtet Arbeit, wenn er Energie abgibt. Demnach kennzeichnet die Arbeit einen Vorgang. Im Gegensatz dazu steht Energie. Diese ist als Zustand definiert, denn sie beinhaltet das Arbeitsvermögen eines Körpers. Folgende Metapher soll dabei helfen: Ein Auto hat einen Tank, sprich die Energie, und die Arbeit ist die Strecke, die es fährt. Bei vielen Tätigkeiten kommt es nicht nur darauf an, welchen Betrag an Arbeit man verrichtet, sondern auch darauf, in welcher Zeit diese Arbeit erledigt wird. Die Leistung lässt sich anhand folgender Formel bestimmen. Wir rechnen die verrichtete Arbeit durch die dafür benötigte Zeit. Mathematisch formuliert würde die Formel lauten Delta W durch Delta T. Und mittels ein paar Umformungsschritten erkennt man, dass die Formel für die Leistung gleich Kraft mal Geschwindigkeit ist. Der Buchstabe P steht für das englische Wort Leistung, sprich für Power. Der Buchstabe W steht für Watt. Die Leistungseinheit Watt erinnert an James Watt, der mit seinen Ideen der Dampfmaschine zum Durchbruch verholfen hat. So, und jetzt stellen wir uns folgendes Szenario vor. Ich befinde mich im Karo 5 und möchte auf schnellstem Wege in den dritten Stock. Die Aufzüge sind überfüllt und die Leute stehen Schlange, sodass ich gezwungen bin, die Treppe zu nehmen. Der dritte Stock befindet sich genau 15 Meter über mir und ich fange an zu rennen. Mein Kollege stoppt die Zeit und genau 20 Sekunden habe ich benötigt, um die Treppen hochzulaufen bis zum dritten Stock. Diese Parameter setzen wir mal in unsere Formel für die Leistung ein. Diese ist bekanntermaßen Kraft mal Weg mal Zeit.
Für die Kraft, die Formel dafür lautet ja Masse mal Beschleunigung, setzen wir den Gravitationsvektor g ein, der 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat beträgt. Das runden wir mal auf 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Ich wiege 80 Kilo, also erhalten wir eine Kraft von 800 Newton. Ich muss also meinen eigenen Körper 15 Meter nach oben bewegen und das gegen eine Gewichtskraft von 800 Newton. Und das Ganze noch einmal innerhalb einer Zeit von 20 Sekunden. Die Leistung, die ich also aufbringe innerhalb dieser 20 Sekunden, ist 600 Watt. Dann verabschiede ich mich mal. Tschüss und auf Wiedersehen.